So, hallo, mal wieder ein neues Video. Jetzt im Januar bei minus 3 Grad gibt es eigentlich am Bienenstand nicht viel zu tun. Ich habe jetzt aber, ich kann euch nicht sagen warum, ich habe einfach ein Gefühl gehabt, dass ich mal hier mir bei den Jungvölkern mal das Futter anschaue. Das habe ich nochmal in den Jahren nicht so gemacht. Und ja, schauen wir mal zusammen. Zwei, drei Vögel rein, also ich mache auch nicht die Waben auseinander, ich schaue mir nur oben durch den Deckel, wie es aussieht. Also wird ein relativ kurzes Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und je nachdem wie viel Sinn, entweder beantworte ich sie direkt oder ich mache mal noch ein extra Video zu den Fragen. Weil ich habe jetzt dann von den anderen Videos ja auch noch ein paar Fragen offen. Da schauen wir mal. Aber gut, wollen wir schauen, was los ist. Ist ja schön kalt hier. Da kleben sogar die Auflagen an den Bienenvölkern. Schauen wir hier gleich mal beim ersten Bienenvolk. Wo sitzen sie? Ah, sehen wir noch nicht. Das ist bei der Dant oft so, vor allem bei Jungvölkern, dass die relativ weit unten sitzen. Aber ich höre sie und wenn wir jetzt hier reinschauen, also wir haben hier ja auch noch überall Futter und da sitzen die dann auch da unten. Also mit der Kamera wird man es wahrscheinlich nicht sehen, aber wie gesagt, man hört es ja. Schauen wir uns noch eins an, vielleicht gleich das hier daneben. Klebt das Holz dran. Ja, hier sitzen sie oben. Wenn man sieht jetzt auch hier Kondenswasser am Fütterer. Wie gesagt, das sind Jungvölker. Auch hier noch schön am Futter. Alles einwandfrei. Bisher, bei zwei Stück hat mich jetzt mein Gefühl bisher betrogen oder. Aber lieber schaut mal einmal nach. Schauen wir einfach hier unten noch mal rein, was hier los ist. So, Decklauf. Ah ja, hier sitzen sie auch oben. Auch noch mit schön Futter ausreichend. Wunderbar. Ja, mehr mache ich jetzt ja eigentlich gar nicht. Einen schauen wir noch. Ich bin selber interessiert und wie gesagt, das schadet den Völkern ja jetzt nicht wirklich. So, dann schauen wir noch eins. Ja, hier sitzen sie auch unten. Ich meine, hier sieht man sie und sind auch direkt am Futter. Also eigentlich kein Thema. Man kann jetzt, wie gesagt, das interessiert mich eigentlich gerade nicht, wie viel Futter drin ist. Ich meine, das habe ich jetzt zwangsläufig oder mitgesehen. Wenn man jetzt nur schauen wollte, wie viel Futter ist, kann man sie einfach hinten anheben. Aber mir war es jetzt einfach speziell durch das relativ warme Wetter in den letzten Tagen, war es mir einfach wichtig zu sehen, dass die Traube einfach am Futter sitzt. Ja, weil ich habe ja hier wie gesagt, das sind ja alles die Jungvölker, die sind relativ schwach und die sind manchmal einfach gefährdet, dass die einen Futterabriss bekommen. Und wir haben es jetzt, wir bekommen jetzt wieder kalt, dann soll wieder warm kommen. Also diese schwankenden Temperaturen sind einfach für Jungvölker, oder hatte ich schon bei Jungvölkern das Problem. Und jetzt war ich gerade sowieso hier in der Gegend, da habe ich gedacht, dann schaue ich mir das einfach mal an, wie das aussieht. Da muss man ja kein Risiko eingehen und die 5 Minuten kann man ja auch erübrigen. Ja, also wie gesagt, wenn es euch gefällt, abonniert meinen Kanal. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Je nachdem mache ich dann einfach ein extra Video. Daumen nach oben ist natürlich auch super cool. Und ja, ich meine, die nächsten Videos werden wahrscheinlich zum Thema Betriebsgebäude sein. Da gibt es ja jetzt Neues, da geht es voran. Aber da will ich einfach ein Video zum Einstieg machen. Und dann darauf auffolgend so diesen Umbau ein bisschen
Umbau, Einbau, was Einzug, was auch immer, ein bisschen dokumentieren. Und da wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit noch mit euren Bienen und bis demnächst.